Freddy Sahin Scholl. Er ist ein Stimmwunder. Nach dem Stimmbruch hat ihn die Sopranlage, anders als viele andere, nämlich einfach nicht verlassen. Heute war er in Hamburg, um hier seine erste goldene Schallplatte in Empfang zu nehmen. Freddy Sahin Scholl. Ein Mann, zwei Stimmen. Erstes Warmsingen am Hafen. Von Bariton bis Sopran, er springt über beinahe 6 Oktaven. Verwirrend, aber auch faszinierend. Wenn Sie eine männliche Stimme hören und eine weibliche Stimme, dann trennt man das. Ja? Und das ist ja auch normal. Und wenn Sie plötzlich einen Sänger sehen, der alles zwei vereint, dann sind Sie erstmal irritiert und wissen gar nicht, wie sowas überhaupt möglich ist. 100.000 verkaufte Schallplatten mit Carpe Diem, dem Siegersong aus der RTL-Show, mit dem der 62-Jährige bundesweit bekannt wurde. Ja, für mich war das einfach eine Krönung jetzt, nach so vielen Jahren Arbeit. Ich habe ja diese Platte sehr früh schon produziert, hat einen langen Weg gebraucht, um in die Herzen der Menschen zu kommen. Und er legt nochmal nach. Im nächsten Monat erscheint sein neues Album For You mit bewährtem Konzept. Ich lasse mich einfach fallen, ja, und denke nicht drüber nach, ob ich jetzt den Sprung schaffe oder wie mein Vortrag jetzt sein wird. Warum auch? Er kann es einfach. Impressionante.